Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Gut, ich mache jetzt mal auf schnell, weil ich würde in diesem Part gerne das Ende der Challenge erreichen, also der Challenge-Woche. Das wäre sonst ein bisschen doof. Dann hätte ich nämlich 6 Parts und das war ja nicht Ziel der Sache. Ich dachte, es wird jetzt ein bisschen entspannter, weil ja der ganze Haushalt oder der halbe Haushalt gefühlt weg ist. Aber leider nicht ganz so. Jetzt malt ja wieder so eine Tante hier. So, Isaiah ist ein Zweierschüler geworden. Du machst erstmal Hausaufgaben. So. Nee, ich möchte nicht rüberkommen. Oh, Danik hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Geil. Dann werden wir das jetzt mal unten austauschen. So, das verkaufen wir. So, und das Meisterwerk packen wir mal unten hin. Das ist einfach 3000 wert. Aber egal. So, er malt jetzt das nächste realistische Gemälde. Das ist das Schöne an einem Vampir. Der kann einfach den ganzen Tag malen. So, und dann kannst du ja mit dem Welpen spielen. Streicheln, reden, Leckerchen geben, umarmen. Er wurde, glaube ich, befördert. Ja, wurde er. Perfekt. Gut, dann darfst du dir so ein Gericht nehmen. Dazu den Kochkanal schauen. Das funktioniert nämlich immer. Und dann, ich höre hier eine Katze miauen, darfst du ein klassisches Gemälde malen. So, du musst ja auch noch vorgelesen bekommen, ne? Damit dein Dings hier erfüllt wird. Vielleicht machen wir auch das. Wäre mal eine Maßnahme, oder? Okay, komm mal her. Du darfst. Er hat so ein Kinderdings, ne? Aber. Okay, setz dich mal hin. Nicht du, sondern hier Danik hier hin. Und du setzt dich auch mal dahin. So, dann darfst du das mal öffnen. Und Isaiah vorlesen. Vorba da Bulo. Oh, ist das schön. Nusha Kauba. Ja, komm, mach nochmal schneller. Wir müssen ja diese Zeit jetzt mal ein bisschen schneller rumkriegen. Halt, stopp. Gut, dann nimmst du mal das nächste. Nimm den hier und das darfst du auch Isaiah vorlesen. Müsste das da jetzt nicht mal erfüllt sein? Dauert das ewig, ey, meine Fresse. Weißt du, was wir jetzt machen? So. Vorlesen, 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 vorlesen und vorlesen. Ich hab Hunger, lies mir doch nicht vor. Also kannst du dich nebenbei essen, während du vorgelesen bekommst? Wir gucken mal. So, öffnen. Macht schon mal weiter hier. Nee, du nimmst dir mal so ein Joghurt-Parfrais.
Die wird langsam echt Hunger, der Gute. Okay. Dann müsste das ja mal gezählt haben, oder? Es funktioniert echt Premium, ehrlich. Also, nimm mal das nächste Buch. Hallo? Hey, super. Backt bloß nicht rum, Leute. So, das packen wir jetzt mal in den Kühlschrank zurück. So, jetzt hast du aber, ne? Okay, perfekt. Dann gehst du jetzt mal aufs Klo. Jetzt hör mal auf zu lesen. Jetzt hat das ja. Und dann gehst du schlafen und du sprühst in der Zeit das Monster ein. Hallo? Geh doch auf Toilette jetzt, Mann! Dann sitz halt rum. Dann sitz halt rum. Da kann ich dir auch nicht helfen, ey. Meine Herren. Okay, wir müssen erstmal Plasmabeutel bestellen. Ich bestelle jetzt erstmal 20. Wer mir das Geld? So. Hallo? Das fängt echt super an, ne? Besetze Isaiah Gravestone. Okay, dann kannst du jetzt aber aufs Klo gehen, oder? Und schlafen. Meine Herren, ey. Ey, das ist auch nicht schlecht, das Bild. Das hängen wir mal hier hin. So. Rahmen. Und dann darfst du noch ein Gemälde malen. Wir entfernen mal das Sheetfenster. Es wäre 1117 wert. So, was macht der Garten? Den kann man ernten. Dann ernte doch mal den ganzen Garten. Was sagt denn deine Gartenfähigkeit eigentlich? Weil sonst würde ich sagen, du kannst es mal bewässern hier. Sora eskaliert gerade. Nee, nicht ernten. Okay, das muss man nicht bewässern, aber die muss man auf jeden Fall schon bewässern. Jetzt hatte hier... Oh, sorry, meine Stimme. Jetzt hat er hier 100 Bücher im Inventar. Okay, wir bekommen... Amun ist älter geworden. 11.000 irgendwas. Perfekt. Alter. Ach, da ist er, unser Amun. Es sitzt da wie Gott in Frankreich. Halt! Stopp. Instagram-Tier? Ist... Oh, wenn die Pfütze da jetzt nicht wäre, ne? Okay, streicheln. Spielen. Bürsten. Reden. Oh, das wird ein geiles Bild. Moment. Das ist ein tolles Bild, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst. So. Ey, das Bild ist einfach geil. So, wo hängen wir das hin? In Amuns Ecke. So.
Dann fügen wir noch einen Rahmen hinzu, werden einen Frosch züchten und bei Livos die ganzen Frösche hinstellen. Das wird geil, Leute, das wird geil. Okay. Du musst noch Computerspiele spielen. Geh mal duschen und dann zockst du. So, wir müssen jetzt echt ein bisschen uns ranhalten. Okay. Leckerchen geben. Oh fuck, die Sonne. Gut, dann darfst du jetzt mal schnell hier eine nachträgliche Dusche nehmen. So, er ist ein Genie, okay? Er ist konzentriert, das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann kannst du schon mal ein konzentriertes Gemälde. Mathematisches Diagramm. Nehmen wir noch ein Amun-Bild. Und den Rest verscherbeln wir mal. So, Rahmen. So. Danek und Amun. So. Zufriedenheit. Nee, Zufeierheit, genau. Zufriedenheit nach Geschäft. So. Sehr schön. Gut, und dann darfst du dazu jetzt ganz viel trinken. Du solltest vielleicht mal aufstehen. So, wir haben Spiele in Spielen irgendwie oder so. Erschaffen ist auch gut erreicht. Dann darfst du mal das verdorbene Essen aussortieren. Oh, da ist der Hund. Oh, ist der toll. Gericht nehmen und darfst dazu den Kinderkanal schauen. Level 10. Chihiro hat in der Gamer-Gemeinschaft einen legendären Status erreicht. Sie wird in allen Foren in den höchsten Tönen gelobt. Geil. Okay, dann darfst du dir was zur Hölle. Das ist verdorben. Nimm dir so ein Parfum. Züchte noch mal einen Frosch. Den stellen wir bei Levos jetzt hin. Es wird so gut. Ich muss dann unbedingt den Part gucken. So, hier haben wir so eine alte. Die Schule veranstaltet einen Rechtschreibwettbewerb und Isaiah hat es in die letzte Runde geschafft. Okay, wir werden das Beste geben. Guter Versuch, aber Isaiah weiß, dass man über ehrgeizigen Kindern nicht trauen kann. Ich wusste, dass das passiert, deswegen. Wir werden jetzt mal das entfernen und hier Platz für weitere Gemälde lassen. Dann hängen wir nämlich das Haus voll mit Gemälden. So, die sind alle arbeiten. Fleißig arbeiten. Er arbeitet schon fleißig und fleißig arbeiten. Ja, hör mal auf zu zocken. Oh Gott. Danek kann einen nahenden Abgabetermin nicht einhalten und muss eine Lösung finden. Was soll er tun? Um Hilfe bitten. Leistungsverbesserung. Okay, ich werde es jetzt echt mal ein bisschen ignorieren, alles. Sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr in Gang, zeitig. Okay, sie isst jetzt erstmal. Muss sie denn heute wieder zur Arbeit? Ja, genau, in 5 Stunden. Und dann werden wir hoffentlich befördert. Kann ich eigentlich irgendwie in Rente gehen oder so? Selbst zwingen, Spiel zu spielen. Aufhören. Okay, dann streicheln. Was ist los? Spielen. Loben. So, Rentnerin Chihiro wird hoffentlich noch befördert. Apportieren. Jetzt muss ich einen Ball im Inventar. Ach nee. Sag bloß. Also das Klo verwenden, duschen. Dann machst du ein Nickerchen. Carnouche.
Ich wollte gerade sagen, sie macht es mit dem Hund, aber es klingt auch falsch, ne? Er rennt erstmal so selbstverständlich in den Keller, ey. Dieser Hund, ne? Das ist voll geil. So, dann kommt das obligatorische Rentnernickerchen. Er muss auch im Bad schlafen, ne? Okay. Motivieren. Frisch machen. Er ist wieder zu Hause. Er darf erstmal Hausaufgaben machen. Okay, und dann darf er was essen. Nimm dir doch mal so einen Grillkäse hier. Es könnte mal wieder neu. Dann schaust du den Kinderkanal. Er macht Hausaufgaben, während die Mama da schläft auf dem Sofa. Ich meine, die Mutter ist schon Rentnerin und er ist noch ein Kind. Das heißt, sie ist gefühlt um die 80 und er ist 14, keine Ahnung. 12 oder so. Es ist schon ein bisschen strange, oder? Okay. Oh, der Hund ist so toll. Ach, man muss den ja auch waschen, ne? Das fällt mir gerade so ein. So, dann darfst du jetzt die Toilette verwenden, nachdenklich duschen. Dann darfst du dir auch noch einen Grillkäse nehmen. Und er ist angespannt. Okay. Schau einen Kanal. Du darfst auch den aktuellen Kanal schauen. Nee, ich möchte jetzt nicht abhängen gehen. Ich möchte gern hier zeitig fertig werden eigentlich. Dafür habe ich ja mal angefangen hier. Der Rentner-Papa, ey. Oh, du Trottel. Das sollst du doch nicht da machen, egal. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche Void-Kreatur. Okay, ich habe hier eh nur eine Auswahl. Emotionale Kontrolle steigt. Sehr schön. Okay. Dann hör mal auf damit. Geh mal aufs Klo. Und dann darfst du vorsichtig arbeiten. Und du hörst auch mal auf. Gehst schon mal hier hin. Danik hat Erziehung Level 1 erreicht. Mensch. Heute noch? Bei Projekt helfen. Von wem wird sie denn bitte angerufen? Ey, sie sieht so alt aus. Hey Finn? Aha. Er malt einen süßen Leuchtturm. Aber das Bild sieht nicht gut aus. Weshalb wir das dann verkaufen müssen, werden, tun, machen. Sie arbeitet fleißig, oder? Nein, tut sie nicht. Scheiße. Mann, hätten wir sie von Anfang an fleißig arbeiten lassen? Nein. Verkauf es bitte, deine Arbeiter. Meditation bitte mal. So, wo ist denn der Doggy? Der ist hier oben. Streicheln? Reden? Und dann kannst du ihn ja auf die Jagd schicken. So, ich habe Geld verdient. So, auf die Toilette, duschen, Abendessen servieren, Cäsarsalat, oh geil. Raumfahrtfähigkeit. Zusatzarbeit wurde ihm angerechnet, das ist gut.
Dann gehst du doch mal schnell aufs Klo und du darfst schon mal das Monster einsprühen, damit er nämlich nicht aufwacht in der Nacht. Dann gehst du schlafen. Du gehst schlafen. Du machst gerade Essen. So, wo? Es wird wieder im Abstellraum. Boah. Der Cäsarsalat. Ehe dann. Kannst du eigentlich auch mal eine Runde schlafen? Ach, das mathematische Diagramm ist fertig. So. Wir hängen das mal hier hin. So. Amun wurde von einem Stinker besprüht. So, das ist unser Doggy, der richtig zufrieden durch die Gegend streift. Und er muss mal gebadet werden. Nur so eine Idee, dass er das getan werden muss. So, sie geht jetzt auch schlafen, das ist gut. So. Jetzt kriegen wir die Zeit schon mal etwas schneller rum. Da liegt der stinkende Hund. Okay, stopp. Dann darfst du Amun baden. Macht ihr das jetzt bitte auch? Oh. Sieht schon geil aus, ne? Der Hund ist voll zufrieden. Geil. Oh, plötzlich ist er wieder ein bisschen heller geworden. Er muss den aber ganz schön lange baden, ne? Aber wie dreckig hat er sich denn bitte gemacht? Gott, ey. Zur Tierklinik bringen. Streicheln. Duschen. Aber Chihiro kann ihn dann zur Tierklinik bringen. Amun hat Hunger. Ja, er kann ja da unten essen gehen, ne? Wäre nicht das Problem. Okay, dann ruf den Hund halt nochmal zum Essen. Füllt sogar nochmal auf. Schüssel leeren. Okay, zu spät. Dann meditier nochmal. Und dann musst du ja noch ein Gemälde malen, weil du ja dann zur Arbeit musst. So, und dabei darfst du was trinken. So, er nimmt sich was zum Frühstück, das ist gut. Okay, alles klar. Ein goldener Tierhaufen. Alles klar, alles klar. Geh mal aus Klo und duschen und dann nimmst du dir hier auch was zum Frühstück. So, nimm dir hier so einen Pfannkuchen. Schau dir dabei den Comedy-Kanal an. Züchte einen Frosch. So. Und dann werden wir mit dem Tier vielleicht mal. Jetzt hatte ich schon wieder so komische Klamotten an. Ich dreh durch. So. Danik ist zur Arbeit. Nee, dann wirst du nicht hier hingehen. Du wirst mal fleißig arbeiten und alles. Du arbeitest eh schon fleißig. Und du auch. So, dann bringst du den Hund mal bitte zur Tierklinik. Mit dem Pfannkuchen in der Hand.
Porns, bitte. Wir gehen mal dahin. Ach ja. 10.16 Uhr, ja, ist noch so früh gefühlt. Wochenende schläft man ja eher aus. Aber genau dann ist man so um 8 wach und ja, super. So, dann darfst du Amun zur Behandlung anmelden. Nehmen die teure Behandlung. Umarmen. Streicheln. Wir haben ja genug Geld für die teure Behandlung, deswegen können wir es ja mal machen. So, und dann darfst du nach Hause gehen. Schön, dass der Tierarzt mit unserem Hund redet und spielt. Geil, ey. So, auf jeden Fall muss ich noch ein bisschen Videospiele spielen, weil das ja meine Tagesaufgabe ist. Muss ja auch bald zur Arbeit, oder? Muss man gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall haben wir den Hund jetzt gesund gemacht. Ja, ich muss zur Arbeit bald. Das heißt, sie darf jetzt mal Videospiele spielen. So, wie sieht der Garten aus? Der Gärtner kümmert sich noch drum. Hier können schon die Pflanzen verbessert, also weiterentwickelt werden. Das ist gut. Ach ja, dann kommt Isaiah ja gleich nach Hause. Kann man einen Frosch züchten? Ja, können wir. Wo dann? Wir hätten mal so viele machen müssen, dass wir Hi schreiben können. Das ist hier eine... Der Chef von Danik schlägt ihm vor, an einer Schulung teilzunehmen. Wir nehmen natürlich selber an der Schulung teil. So, du machst erstmal Hausaufgaben. Ich werde jetzt hier echt mal im Schnelldurchlauf ein bisschen. Dann nimmst du dir so einen Cäsarsalat, den deine Mutter gemacht hat. Dann schaust du dir den Kinderkanal dazu an. Was musst du denn noch machen? Hausaufgaben, wenn er konzentriert ist. Natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Duschen. Und dann spielst du Schach am besten. Spielen. Wobei, kannst du nicht so ein Rechenspiel spielen? Ja. Hausaufgaben fertig. Sehr schön. Wie sieht er denn aus, bitte? Gott, ey. Okay. Du gehst jetzt mal nachdenklich duschen. So, wir werden das hier mal verkaufen. Wo? Nein, ich habe keine Lust, mit dir abzuhängen. Wo sind die ganzen Plasma-Dinger hin? Der hat die doch wohl nicht alle gegessen, oder? Er ist angespannt. Na, erstmal sollte er mal aufs Klo gehen. Huch. Wobei, er geht mal hier auf Toilette und nimmt ein Schaumbad. Dann nimmst du dir einen Cäsarsalat, den deine Frau hier irgendwann mal gemacht hat. Und schaust Fernsehen. Okay, dich den aktuellen Kanal, weil er ist fertig mit Fernsehen. So, du schaust dir den Kochkanal an. So, du gehst fleißig arbeiten. Danik wurde befördert, das ist gut. So, ich möchte jetzt auch gerade nicht vorbeikommen. Ich möchte gerne die Zeit jetzt mal schnell rumkriegen hier. Bis Sonntag, 8 Uhr. Ich werde jetzt auch einfach ein bisschen Schnelldurchlauf hier machen. Wir haben ja am Anfang der Woche echt halt rumgetrödelt, ne? Das muss man ja sagen. Und Zusatzaufgaben hast du keinen Bock. Du bist schlau genug, du brauchst keine Zusatzaufgaben. So, du malst jetzt noch eins.
Pop-Art-Gemälde. Jetzt einrahmen, ehrlich gesagt. Da. Man hängt sich ja immer so mathematische Diagramme hin. Das ist ganz normal heutzutage. So, dann bestellst du mal Plasmabeutel. So, ich hoffe, ich werde befördert. So, dann trinkst du nebenbei mal schön deine Plasmateile. So, was malt er? Er malt so einen Typen. Okay. Amun hat Hunger. Er hat Angst vorm Geschirrspüler. Okay. Armer Hund. So, Chihiro hat Geld mit nach Hause gebracht. Musst du morgen wieder arbeiten? Ja, musst du. Perfekt. Dann darfst du schon mal Videospiele spielen. Gehst du mal aufs Klo, nimmst ein Schaumbad. So, ich werde das jetzt hier ein bisschen überziehen einfach. Dann ist das halt wieder ein ziemlich langer Part. Schau dir den Comedy-Kanal an. Dann züchten wir noch einen Frosch. So. Gehst du schlafen? Du gehst jetzt am besten auch mal aufs Klo. Und duschen und dann auch schlafen. Okay, duschen brauchst du nicht. Du gehst nur aufs Klo. Das sieht echt toll aus. Ich frag mich, wo wir den hinhängen. Erstmal hier hin, damit er schon mal das nächste malen kann. Ja, dieser Typ, der sieht so grandios aus, der braucht nur noch einen Platz. Wir machen hier die Kunstwand. So, Leinwandrahmen. Wir könnten es ja mal Livos nennen und mal gucken, wann es ihm auffällt. Das Bild. Aber ich weiß nicht, ob er sich bei mir umguckt. Also wenn ich das gedownloadet habe, dann gucke ich mir immer alles an, was bei ihm so neu ist. An sich ist das ja nicht viel, aber naja, ne? So. Oh, das sieht auch geil aus. Mal zu meditieren. Arbeiten muss er dann auch. Aber er meditiert dann erstmal. Okay, das hängen wir wieder in den zweiten, in den ersten Stock. So. Dann darfst du nämlich schon mal das nächste Mal. Mal mal ein surrealistisches Gemälde. Wir können jetzt ja mal alles Mögliche ausprobieren, ne? Dann hängen wir unsere ganze Wohnung voll mit Bildern, die gemalt sind. So, er isst erstmal Kuchen zum Frühstück. Ist er nicht auch zur Arbeit? Ja, muss er. Und er hat noch kein Gemälde angefertigt. Das geht ja mal gar nicht. Na. Ja, dann ess halt auch einen Kuchen zum Frühstück. Ist kein Problem. Komplett normal. So, du hörst mal auf zu malen. So, dann darfst du mal aufräumen. Ja, das kannst du weglegen. Dann darfst du das verdorbene Essen aussortieren, Müll rausbringen. Den ersetzen wir jetzt einfach. Wir haben ja das Geld. So, da bekommt er nämlich schön Manieren. Dann nimmst du dir so ein Joghurtparfait. Darfst du bei den Kinderkanal gucken. So, ihr arbeitet fleißig und dann ist ja gut. Danik schließt eine Aufgabe früher ab als erwartet. Was soll er machen? Über Kunst recherchieren. Leistungsverbesserung, das ist schön. So, das Teil ist fertig, aber wir müssen es leider verkaufen. Ja, Hausaufgaben machen, wenn er konzentriert ist. Ich habe eine Idee. Setz dich mal hier hin. Emotionale Aura aktivieren.
Hör mal auf hier. Amun hat Hunger. Ja, dann soll er sich doch am Futternapf bedienen. Das ist doch kein Problem. Zusatzaufgaben. Mal sehen, ob das zählt. Nämlich schon praktisch, wenn er einen Bruder hat, der hier mathematische Diagramme einfach hat, wo er dann nur die emotionale Aura aktivieren muss. Einfach dieses Bild, wo der Apfel davor ist. Ne? Das ist auch total, total kreativ, muss man ja mal sagen. Ich habe Hunger, ich überlege, ob ich mir jetzt bald schon die Pizza mache. Ich esse ziemlich viel Pizza, ich weiß, aber es muss einfach so sein. Oh, sie muss dann zur Arbeit. Okay, dann gehst du mal auf die Toilette und duschen. Und nimm dir nochmal so ein Salatdingens, dann nochmal einen Frosch züchten. Oh, Sarah ist schuld. Wegen ihr. Nur mal so einen Frosch und stell ihn dahin. Wegen ihr habe ich so Lust, irgendwelche Sachen dahin zu stellen. Okay, du. Lass mal aufs Klo gehen und duschen. Ümann hat das schon einmal Hausaufgaben, wenn er konzentriert ist. Weißt du was? Füll mal den Futternapf. Es scheint, als ob der Hund viel zu viel Hunger hat. 6 Stunden. Wir machen mal 3 Stunden. Die Schüssel füllst du mal nicht. Jetzt ist das hier schon wieder. Und womit verschwenden wir unser Geld? Wir reparieren die Sachen nicht mehr. Was? Beruhigender Kamillentee. Okay. So, Danik hat Geld mit nach Hause gebracht. Und Danik geht erstmal nachdenklich duschen. Hier ist irgendwo was kaputt. Dann darfst du das mal reparieren. Nein, ich will dich nicht. So. Okay, dann gehen wir zur Arbeit. Er ist angespannt. Du machst jetzt aber nicht das Puppenhaus kaputt, oder? Nein, ein Glück. So, dann darfst du nämlich mal malen. Und dann darfst du mal Abendessen servieren. Makaroni und Käse. Dann darfst du Schach spielen, weil du gerne Schach spielst oder so. Du darfst meditieren und darfst mal mitspielen. Level 6 Mentalfähigkeit. Sehr schön. Dann spielen unsere beiden Geschwister jetzt mal ganz entspannt. So. Laber ihn doch mal voll. Über Interessen reden. Brillante Ideen mitteilen. Nach Tag fragen. Tag verschönern. Über Bruchrechnung reden. Das möchte dein Bruder bestimmt hören. Also, das ist das Erste, was er gerne macht. Nach Tag fragen. Kennenlernen. Lern deinen Bruder kennen, ey. Über Spielzeug reden. Umblödeln. Brillante Ideen. Umblödeln. Wir haben Geld verdient, aber sind immer noch nicht befördert. Da müssen wir wohl auf nächste Woche warten. Blöde Sache, aber ist halt so. Okay, Schaumbad nehmen. Dann füllst du das nochmal? Er hat ja Abendessen serviert. Dann nimmst du dir davon mal ein Gericht. Du hörst mal auf, du nimmst dir auch ein Gericht. Dann darfst du hier unten die Toilette benutzen, duschen und schlafen gehen. Du wirst jetzt mal das Monster einsprühen. Ja, stell den Müll ab, ist kein Problem. Dunkle Meditation. Ja, so, dann darfst du auch nachdenklich duschen. Oh, wir müssen ganz schnell bewässern. Nicht, dass sie uns hier abgammeln, ne? Wäre nicht so geil. Okay, dann darfst du das hier mal bewässern gehen. Und du darfst anfangen, gegen Käfer einzusprühen. Ups.
gegen Käfer einsprühen. Und du jätest dann schon mal. Und du erntest dann. Emilius hat schon mal Level 2 der Gartenfähigkeit erreicht. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann können wir die nämlich nochmal alle weiterentwickeln. Aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Was jetzt nicht schlimm ist oder so. Ne? Hat er jetzt bald mal alle? Okay, dann darfst du hier mal weitermalen. Wir verkaufen das mal für 11.000. Grandios trinken. Okay, weiterentwickeln. So, ein bisschen können wir ja hier noch, ne? Das kriegen wir bestimmt hin. Weiterentwickeln. So. Was machst du da jetzt? Ach, du hast das Bild bestimmt fertig, ne? Okay, dann verkauf das mal an die Kunstgalerie. So, wir werden es jetzt einfach... Okay, wir können es hier nicht verkaufen. Okay, so. Jetzt aber. Ich werde mal kurz einen Cut einlegen. So, dann wollte ich euch noch mal ganz kurz das Ergebnis zeigen. Im Keller habe ich jetzt erstmal den Vorratsraum hier bestückt mit ganz viel Deko und so, was man halt alles so im Vorrat hat. Ich werde diese Bilder von den Eltern, also wenn Chihiro dann spätestens irgendwann mal tot ist und so, die werde ich dann hier hinhängen, außer von Danik und von Isaiah, aber ich werde mal gucken, was ich hier damit hinhänge in den Keller. Dann habe ich ja die Zimmer jetzt getauscht. Das heißt, Isaiah hat jetzt hier sein Zimmer. Ja, ich habe ihm halt so ein Bett gekauft. Ich wollte auch mal dieses Hunde- und Katzen-Add-on-Bett kaufen. Dann natürlich Computer hat er schon mal. Ich habe hier auf dem Balkon erstmal so ein Chemieding hingestellt und so ein Teil. Ich weiß immer nicht, was ich balkonmäßig dekorieren soll. Dann fand ich es ganz niedlich, diese Vorhänge hier nochmal, weil Isaiah ist ja halt immer noch ein Kind. Und hier oben habe ich es wieder die Wand weggerissen. Und ja, ich habe jetzt hier einfach noch so ein paar Sofas hingetan, hier so quasi Leseecke mäßig. Dann wollte ich nochmal gucken, wie das so mit Bücherregalen oder so ist, ob ich dann hier vielleicht noch ein Bücherregal hinstelle irgendwann mal, anstatt halt das Sofa. Und hier halt ein Kamin mit Fernseher, Schachsachen, hier dann noch so Ablagefläche und noch ein bisschen die Wand weiß gelassen für die Bilder halt, ja. Ansonsten habe ich hier halt nur noch die Tür rausgenommen. Es reicht ja, wenn man von hier rein kann. Und das war es eigentlich auch schon. Also viel mehr habe ich nicht gemacht. Also das meiste ist halt im Laufe des Let's Plays entstanden, wo wir dann hier die Sachen halt dran gehangen haben. Und ja. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen von Woche 9. Und würde jetzt einfach sagen, ciao und bis zur nächsten Woche.